Jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, der häufiger schon bei uns zu Gast war. Er zeichnet wirklich fantastische Comics, hat eine Cartoon-Reihe seit 2003, die nennt sich Shit Happens. Dazu gibt es auch DVDs. Er hat, Texte für Captain Blaubär geschrieben und für das Mad-Magazin. Bitte begrüßen Sie Ralf Rute. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Wie sieht's aus auf dem Comicmarkt? Es sieht insofern ganz gut aus, dass ich immer noch Ideen habe und sie mitbringen darf. Und das ist schön. Du hast neue Bücher gemacht, eine ganze Reihe sogar, zwei direkt auf einmal. Genau. Du hast da zum einen, das Rote ist ein Cartoon-Band von mir. Ich habe angefangen, Cartoons in Mundart auch zu machen. Okay. Das heißt, es gibt einen ersten Band auf Schwäbisch. Das Konzept habe ich eigentlich so ein bisschen genommen. Es gab Asterix-Bände, die auf Schwäbisch, Hessisch und allen möglichen Mundart übernommen wurden. Ich dachte, könnte bei Cartoons auch funktionieren. Jetzt gibt es den ersten Band auf Hessisch und der ist von Bodo Bach, auch einem Stand-Up-Comedian. Ah, okay, okay. Auf Kölsch schon mal was probiert? Ist der nächste Schritt, tatsächlich. Ist der nächste Schritt. Es gibt das Ganze natürlich auch als... das ist die zweite DVD, die jetzt draußen ist. Als DVD. Ich habe ja viele Videos im Netz, auf YouTube, auf meinem Kanal. Und hier sind aber auch exklusive Sachen drauf, die es dort nicht gibt. Ein paar längere Geschichten. Oft, ich habe ja auch heute Sketche mitgebracht, die gehen so um eine Minute rum. Okay. Und da sind jetzt auch mal Sachen drauf, die gehen dann eher so in eine längere Geschichte schon mal. Ist das, muss man sich das wie einen richtigen Beruf vorstellen? Du hast deinen Kanal, du machst deine Bücher, du malst deine Comics. Wie sieht das aus? Wie sieht so ein Tagesablauf aus? Sagst du, ach, heute habe ich Bock. Wow, jetzt habe ich keine Lust. Es ist sehr schön, dass du das fragst, weil ich tatsächlich ja in meinem Live-Programm, was ich habe, genau damit anfange, dass ich drei Fragen beantworte. Die erste ist, wie sieht dein normaler Tagesablauf aus? Weil das immer was ist, was Leute gerne wissen möchten. Stehst du um 8 auf? Setzt du dich hin? Lässt du dir was einfallen? Die zweite Frage ist, kann man davon leben natürlich? Und die dritte ist, wie kommst du auf deine Ideen? Und all das beantworte ich, wenn ich auf der Bühne stehe und anhand von Cartoons und Texten und Einspielvideos erkläre, wie ich all dieses... Du willst mir also nicht sagen, ob du jeden Tag arbeitest. Ich sage nur, wer möchte, kann sich das gerne live anschauen. Ich bin aktuell unterwegs damit. Ah, okay. Okay, das heißt, du stehst morgens um 8 auf oder... Komm noch mal vorbei. Ist das so ein Geheimnis? Wahrscheinlich liegst du bis 3 Uhr in der Pofe und sagst, oh Gott, ich um 6:30 muss ich raus, um 7 machen die Geschäfte zu. Du kennst das ja von deinen Autoren. Also auch ein Comedy-Autor sitzt ja da und wenn er dann abliefern muss, dann muss es fertig werden. Und bei mir ist es so, dass im Netz die Leute darauf warten, dass ich den aktuellen Cartoon hochlade und ich natürlich auch bei den Büchern Abgabetermine habe. Das heißt, klar, ich habe einen Ablauf von 8 bis ungefähr 17 Uhr, indem ich versuche, so ein Tagespensum zu schaffen und dann auch einfach mich mal hinsetze, sehr viel Koffein zu mir nehme, mir Gags einfallen lasse und dann so 1 bis 2 Cartoons zeichne. Das klingt aber so unspektakulär, dass ich es ein ganz bisschen aufgehübscht habe und das dann abends dann etwas anders erzählt. Okay, verstehe. 2 neue Bücher gibt es von dir und du bist auf Live-Tour, hast du ja eben schon erwähnt. Ganz genau, ich bin jetzt schon unterwegs. Und, mit Musik und Videos und... all diese Sachen präsentiere ich da live vor Publikum und war jetzt gerade erst in Frankfurt und Stuttgart und es hat riesig viel Spaß gemacht. Sind immer so 200, 300, 400 Leute und zusammen gucken macht das mit diesen Videos schon noch sehr viel Spaß. Termin und Infos gibt es unter www.rute.de oder unter facebook.com/rute.de. So. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Dann gibt's wieder neue Comics. Meine Damen und Herren, Ralf Rute.